Ja, Bettina und Peter, vor 20 Jahren habt ihr die Stiftung Brücke gegründet, Juni 2001. Wie kamt ihr auf diese Idee, eine Stiftung zu gründen? Soll ich mal anfangen? Also bei mir war der Beweggrund sicher der, dass ich mich mit Fragen der Gerechtigkeit sehr viel auseinandergesetzt habe in meinem Leben und dann folgerichtig auch meine Doktorarbeit in Philosophie über dieses Thema abgehandelt habe. Warum ist diese und welche Wurzel hat diese Ungerechtigkeit? Wie könnte man das besser machen? Wie könnte man diese komplexe Welt in einer Weise bewegen, dass eben weniger Ungerechtigkeit ist. Und ich glaube, das war so der erste Beweggrund. Und Stiftung, warum nun Stiftung, werde ich ja auch oft gefragt. Ich habe mich dann mit verschiedenen Organisationsformen beschäftigt und festgestellt, die älteste Organisationsform in Deutschland ist eine Stiftung und die ist 800 Jahre alt. Da habe ich gedacht, wenn was 800 Jahre alle Kriege und alles übersteht, dann muss das eine Organisationsform sein, die irgendwie nicht schlecht ist. Am Anfang war ich eigentlich noch gar nicht so ganz und gar mit auf dem Plan. Also es war so, dass wir von Berlin hier ins Badische Ländle gezogen waren. Wir hatten unsere Kinder großgezogen oder waren dabei, die großzuziehen. Es ging uns gut. Wir hatten auch ein bisschen Geld auf der hohen Kante und haben gedacht, wir würden eigentlich gerne auch haben, dass andere davon was abhaben. Und der kurze Moment der Überlegung, wollen wir irgendeine Organisation unterstützen, war eigentlich gleich dann auch durch viel Fantasien, was man stattdessen machen könnte und dass man es selber vielleicht auch nochmal und auf die eigene Art und Weise machen könnte, dann bald überholt. Und so sind wir dann zu der Stiftung gekommen. Ja, wie gründet man überhaupt eine Stiftung? Naja, eine typische Stiftung gründet sich erstmal auf einem großen Kapital. Also die Konstruktion ist die, da ist Geld. Dieses Geld kann arbeiten, also Zinsen erwirtschaften, Ertrag erwirtschaften und von diesem Ertrag werden bestimmte Ziele erreicht. Das heißt, der Sinn einer Stiftung ist, das Kapital bleibt erhalten und die Stiftung dauert ewig. Und das hat mir eben gefallen, dieser lange Atem, der mit einer Stiftung verbunden ist. Das hat mir gefallen gegenüber Vereinsgeschichten. Und dann muss ich auch sagen, ich hasse jede Vereinsmeierei. Und eine Stiftung ist relativ, soll ich sagen, autoritär, also relativ Klar hierarchisch strukturiert. und klar strukturiert. Und da gibt es nicht immer zu ewig lange Debatten über alles. Und überhaupt an die ersten Projekte. Ja, das war natürlich schon auch die erste wichtige Frage, weil wir hatten keine großartigen Erfahrungen mit Entwicklungszusammenarbeit, auch nicht sehr viel Kontakte. Wir haben einfach einen Förderpreis ausgeschrieben weltweit, wo wir die Ziele des Projektes, das wir suchen, das dann den ersten Preis kriegen sollte, so definiert haben, was wir uns unter sinnvoller Entwicklungsarbeit vorstellen. Also mit sehr viel Eigeninitiative der jeweils Betroffenen, klein, überschaubar, weil unsere Geldmenge ja nur reicht, um kleine Organisationen sinnvoll zu fördern. Es hat wenig Sinn, eine Organisation, die mit Millionen hantiert, die noch mit 1.000 Euro zu fördern. Also in dieser Ausschreibung haben wir dann in etwa das beschrieben, was wir uns vorstellten unter sinnvoller Entwicklungszusammenarbeit. Waren denn eure schönsten Erfahrungen? Bettina, erzähl doch mal, was dir besonders gut gefallen hat in diesen Die Jahren. schönsten Erfahrungen. Also eine sehr, sehr schöne Erfahrung war, als wir unseren ersten Projektbesuch in Bangladesch gemacht haben und wir in Hujurikanda waren, einem Dorf im Norden, im Projektgebiet von unserem Partnerverein Mati, dass irgendwann eine winzig kleine Bengalin kam und den Peter am Hemd zog, um ihnen ihre Kuh und das Kälbchen dazu zu zeigen. Und das war wunderschön.
Peter, hast du denn sowas wie ein Lieblingsprojekt oder ein schönes Projekt, was du noch beschreiben könntest? Ach, nee, kann ich eigentlich nicht sagen. Also es sind eigentlich alle, die wir realisiert haben, sind meine Lieblingsprojekte. Ich kann nur sagen, dass am Anfang hatte ich manchmal den Fehler gemacht, dass ich dachte, ich könnte mir hier ausdenken, was dort vor Ort das Beste zu tun wäre. Und diese beiden Versuche, meine Vorstellungen zu realisieren, die sind beide schiefgelaufen. Und das war eigentlich so das Wichtigste, was ich gelernt habe, dass wir uns Zeit nehmen müssen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, zu erfahren, was sie wirklich brauchen, und dass wir nicht hier uns theoretisch ausdenken können, was dort das Beste zu tun ist. Darf ich diese beiden Beispiele kurz erwähnen? Das eine war zum Beispiel Solarkocher. Ich habe gedacht, Solarenergie viel besser als Feuer. Feuer verbrennt die Ressourcen. Die müssen unbedingt in Bangladesch, war das in Bangladesch, mit dem Solarkocher kochen. Und da habe ich also ein Ding angeschafft, hingeschickt. Und das ist schiefgegangen. Also die haben erstmal den schwarz geschwärzten Topf schön sauber gemacht, weil der ja in ihren Augen dreckig war. Damit war die Solarenergie nicht mehr so gut nutzbar. Aber was noch viel entscheidender war, mittags ist Gluthitze in Bangladesch, da ist kein Mensch. Frühestens um 6:30, 7, wenn die Sonne untergeht, dann kann aber der Solarkocher nicht mehr funktionieren. War also von vornherein verkehrt, als Beispiel. Oder ich habe dafür gesorgt, dass die in Äthiopien Kühe anschaffen, die mehr Milch geben. Also die äthiopische Kuh gibt nur so 1,5–2 Liter und eine europäische Kuh deutlich mehr. Also habe ich gesagt, da müssen europäische Kühe hin. Die Folge war, dass die dieses dürre Gras nicht gefressen haben, was dort die Kühe fressen. Und man musste Futter zukaufen, was am Ende so teuer war wie der Ertrag von der Milch. Also das waren die beiden Beispiele, wo ich gelernt habe, Geduld, die Ideen müssen von dort kommen, auch wenn es eine Weile dauert. Du hast gerade von den Erfolgen gesprochen. Was war denn ein großer Erfolg, an den du dich erinnerst? Na, ein großer Erfolg war, dass diese Idee, die Millennium-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen an einem Dorf exemplarisch zu realisieren, das war meine Idee oder unsere Idee, dass das nachher auch so ein Erfolgsmodell wurde, dass also auch dieses Projekt in der Projektleiter dann in Paris auf internationalen Konferenzen von dem Dorf berichten konnte und die Absicht, wenn man was exemplarisch zeigt, hat es Wirkung, weil das ist dann nicht Theorie, sondern man kann sagen, es funktioniert. Das Ganze klingt ja ziemlich nach viel Aufwand auch von eurer Seite. Du verbindest dich mit den Leuten, du leidest auch wahrscheinlich mit den Leuten. Ihr habt sehr viel gearbeitet daran. Wo schöpft ihr denn die Energie her? Also ich schöpfe die Energie einmal in den Erfolgen, die die Menschen vor Ort haben und auch in der erstaunlichen Hilfsbereitschaft in unserem Freundeskreis. Also ohne diesen Kreis, der im engeren vielleicht 20, 40 Menschen umfasst, aber im weiteren ein paar hundert, könnten wir das gar nicht machen. Die uns unterstützen mit ihrer beruflichen Kompetenz, mit ihrer Lebenserfahrung und natürlich auch finanziell. Insofern, das ist eigentlich das, was ich schon sehr toll finde. Ja, das war ja ein schönes Fazit auch gleichzeitig aus deiner Sicht, Peter, was du gelernt hast. Wie sieht es denn bei dir aus, Bettina, wenn du auf die letzten 20 Jahre zurückschaust? Was ziehst du da für ein Fazit? Also ich stelle fest, dass ich gelernt habe, nicht so ganz allgemein zu denken, sondern ich versuche mich nicht beirren zu lassen von dem winzig kleinen Tröpfchen, was wir da in den Ozean werfen. Ich merke, dass meine Beziehung zu den Menschen, mit denen wir da zusammenarbeiten, dass die immer tiefer wird und dass
ich mich einfach persönlich verantwortlich fühle und persönlich verpflichtet, weiterzumachen. Und wenn auch irgendwann, was weiß ich, Bangladesch überflutet ist oder in Burkina Faso letzten Endes dann doch irgendwie der IS eingefallen ist, dann weiß ich, dass ich trotzdem für die Mädels, die dort Bildung brauchen, dafür gesorgt habe, dass sie das machen können. Und in Bangladesch, dass einige Familien einfach auch gut besser leben konnten und gesünder leben konnten. Das ist für mich ein wichtiges Fazit. Mhm. Und dann muss ich sagen, am Anfang haben wir zum Beispiel eigentlich gedacht, es gibt Schulpflicht in den Ländern, da sollen jetzt auch die Staaten dann dafür sorgen, dass es Schulen gibt. Inzwischen legen wir sehr, sehr viel Wert auf Bildung, besonders auf Mädchenbildung, und haben die Schwerpunkte, die am Anfang so beliebig hier und da und dort waren, ein bisschen mehr konzentriert. Ja, 20 Jahre sind eine lange Zeit und 800 Jahre Stiftung, hattest du vorhin erwähnt. Was habt ihr denn für Pläne, Bettina? Was hast du im Köcher? Also ich denke, ein wichtiges Anliegen sollte jetzt sein, zu gucken, dass eben die Stiftung auch tatsächlich Bestand hat, unabhängig von uns Gründern. Das heißt, es immer mehr einfach auch ein bisschen unters Volk zu bringen und immer wieder auch jüngere Menschen zu begeistern, mitzumachen, damit eben wir auch irgendwann mal den Griffel hinlegen können, wenn wir nicht mehr können, damit das Ganze weitergeht.